Herrn Maruschik von Public Peace hier. Heute habe ich einen besonderen Gast aus Worms, Ralf Gauck. Hallo Ralf. Hallo Adrian, grüß dich. War die Reise gut? War wunderschön. Ja? Bisschen Regen zwischendrin, aber ja. Ihr habt hier wirklich eine ganz tolle Flora. Von der her haben wir schöne viele Dinge gesehen. Super. Vorneweg direkt. Ich habe da so eine Frage, das habe ich im Kopf und so weiter. Und, du bist einmal eingeladen worden von dem Cavern Club in England für eine Konzertreihe und so weiter. Ja. Erzähl mal, wie sind die auf dich gekommen? Dieses Unheil hat 2003 begonnen. Dort war ich mit dem Ensemble Chantal zum allerersten Mal im Cavern Club gewesen. Dann haben die mich aufgrund dieses Kontaktes von damals eben dann gebucht mit meinem Soloprogramm, mit den Beatles-Songs dort im Cavern Club zu spielen, beziehungsweise auch bei der Beatle Week. Ich sag dir, warum das für mich so, weil ich mich sehr gefreut habe, als man dich da geholt hat oder dich engagiert hat, weil du bist ja so ein Seelenverwandter von mir. Ja, absolut. Es geht um, also ich nenne das immer die leisen Bassisten. Weißt du, dass man einen von den leisen Bassisten eingeladen hat und nicht einen von denen, die immer auf die Mütze gehen. Also nicht gegen die Jungs, ich meine nur. Aber das ist auch ein Riesenproblem bei denen dort. Die fahren dort eine Lautstärke dort in England, das ist unglaublich. Also du bist dort als Publikum, als Zuhörer drin und dir wackeln die Hosen durch die Subwoofer und Lautstärke, die da unten gefahren wurde. Ich habe meinen Bass beim ersten Soundcheck auf der Bühne, wo später dann Paul McCartney dieses Konzert Live-Mitschnitt gemacht hatte, 99 war das, glaube ich, dieses Video von Paul McCartney. Und habe meinen Bass reingesteckt und es gab nur Rückkopplung. So laut war das. Und ich bin da ein bisschen ein Sack, weil mir ist es eigentlich wichtig, dass man Musik für die Ohren macht. Und bin hingegangen und habe die Hände vom Bass weg und habe nur meine Ohren zugehalten und habe das Ding so richtig pfeifen lassen, dass auch wirklich der Soundmann richtig peilt, was er hier für einen Mist macht. Ja, das war schon amüsant. Aber bist du klar gekommen mit dem Publikum dann? Also hast du sie hingekriegt auf diese... Es ist unglaublich. Also diese Lautstärke des... Ja, weißt du, was ich meine? Wenn die Nadel fällt. Das genau, das eine ist die Unart. Aber die Engländer sind auch auf der anderen Weise unheimlich amüsant. Also weißt du, wie das ist, wenn du mit deinem Bass ganz alleine da spielst und plötzlich kommt ein alter Knabe, schätzungsweise 80, 90 Jahre und tanzt vor dir, vor der Bühne, tanzt er ab. Sowas erlebst du hier in Deutschland nicht. Ich weiß. Und dieses Gefühl einfach, das ist schon verrückt. Ja. Ja, weil das ist immer eine Herausforderung. Wenn man alleine spielt mit einem Akustikbass, das ist etwas anders, wie wenn man als Bassist in der Rockband... Also alles hat Vor- und Nachteile. Also wir wollen hier nicht. Und so weiter. Nur, da ist, ich kenne das, dass es einfach eine andere Geschichte ist. Absolut. Aber du kennst das, wie gesagt, ja auch. Du bist ja auch nicht einer von denen, die Riesentürme von verschiedenen Herstellern hinter sich aufbauen müssen. Das war damals schon lustig zu sehen. Also wir hatten mit Chantal damals auch im Vorprogramm gespielt, da war Will Lee, hat Bass gespielt. Und ich habe mich schon gefragt, beim Aufbau, da waren dann 6 Mann gekommen und haben einen riesen Case geschleppt. Ja. Was bringen die da an? Und da war nur die Box für sein Ampeg drin. Ja. Und haben das da auf die Bühne gewuchtet und er macht das zuerst Soundcheck und hat mich dann angeschaut nach dem Soundcheck so, oh shit, man. Where's any place for your bass amp, man? Und ich hatte damals einen schönen kleinen und hab gesagt, don't worry. Yeah. Und ich habe den genommen und gerade oben auf den Ampeg draufgestellt. Der Willie hat bald auf dem Boden gelegen, als er das dann gesehen hatte. Aber das ist auch die Herausforderung. Ja, ja. Ich brauche keine 6 Leute, ich kann mich mit meinem Instrument in den Zug setzen, mit Verstärker und fahre von A nach B. Aber genau, wie bist du an so ein Solo-Programm gekommen? Also bei mir war das so, ich habe viel gespielt, also als normaler Bassist, also sage ich immer, als der Diener, viel mit verschiedenen Leuten. Und, so. Und irgendwann war ich auch so ein bisschen satt davon und habe mir etwas gesucht oder ich wollte etwas haben, wo ich alleine erstmal die Verantwortung habe, aber auch ohne Probenverabredungen, ohne irgendwie, ich kann mein Zeug packen in Auto oder irgendwo und fahre alleine in den Club, ob ich eine Gage nehme oder nicht oder ob ich alleine spiele. Es geht einfach nur darum, dass ich fähig bin, ohne andere auszukommen und weiter. Das war mein Anliegen. Ja, bei mir war es im Grunde genommen ein bisschen anders. Also ich wurde eigentlich durch meine Heimatstadt Worms etwas dadurch geprägt. Also ich wollte im Grunde genommen schon immer Kontrabass lernen.
Aber ich habe ein Handicap, dass ich also auf einem Auge fast blind bin und deswegen kein Auto fahre. Ja. Und ein professioneller Bassist, vielleicht sogar Kontrabassist, ohne Führerschein ist wie eine Biene ohne Honig. Ja. Das wird nicht richtig funktionieren. Also musste ich mich schon früh umschauen nach allen anderen Alternativen. Was aber auch zur Folge hatte, dass ich viel alleine spielen musste, weil es war in Worms. Worms ist eine Arbeiterstadt. Naja. Und es gab nicht viele Kollegen, wo man sagen könnte, hey, lass uns mal treffen, lass uns was machen. Es war also schon immer für mich so ein Punkt, dass ich im stillen Kämmerlein alleine was tun musste. Und das hat sich dann über die Jahre hinweg entwickelt. Es war nicht von vornherein. Nein, klar, natürlich. Ich werde das. Es war letztendlich ein wunderbarer Musiker, Klaus Böse Ferrari, ein Gitarrist, Akustikgitarrist, der mit mir schon oft zusammengespielt hat und der mich dann ermutigt hat, gesagt hat, Mensch, Junge, das, was ich da höre, du willst mehr als nur ein bisschen. Mach ein bisschen mehr und mich dann irgendwann nach einer Zeit auf die Pferde gebracht hat, setz dich mal alleine. Natürlich, das dauert eine Zeit. Genau. Erstmal, es gibt gar nicht so viel. Also ich habe auch angefangen mit Stücke nachspielen von dem. Ja. Das wird aber es gibt ja keine Literatur. Nein, das heißt, du musst dich damit auseinandersetzen. Also zu der damaligen Zeit. Das erste Programm, das war so die zwei bekannten Jaco-Stücke plus irgendwie was von Bach vielleicht und eine Komposition von mir. Aber so nach und nach habe ich immer mehr komponiert und davon weggegangen. Also von den anderen Sachen, dass es nur mein Zeug geblieben ist. Ja, Du musst es halt nur machen. Ja, absolut. Das ist irgendwann auch eine gewisse Überwindung, weil es ist nicht so einfach, sich da ganz alleine auf die Bühne zu setzen, sich ins Rampenlicht zu stellen. Es ist nicht so, dass wir beide sogar solche Typen sind, die sagen, hier bin ich, guck nur nach mir. sondern es ist ein Entwicklungsprozess, dass du etwas zu sagen hast musikalisch und das dann rüberbringen möchtest. Das dauert, bis das kommt. Das dauert. Und dann, ich sage immer, es hat immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, man hat die komplette Verantwortung, geht was schief, kann man nicht sagen, der Drama oder so, man ist alleine. Aber am Ende, man sammelt auch alleine den Applaus. Im Endeffekt. Also da kann man auch dann hinstellen und sagen, okay, habe ich es gemacht. Ohne. Aber es ist, was mir so wichtig ist, also ich suche auch eine mentale Nähe zum Publikum. Und du spürst dann diese mentale Kommunikation zwischen dir als Musiker und dem Publikum viel, viel stärker, wenn du alleine spielst. Also du hast einen richtigen Energieaustausch. Das geht natürlich auch mit einer Band, ganz klar. Aber meistens ist es mit einer Band einfach lauter, es ist voluminöser. Und diese Energie vom Publikum verteilt sich mehr. Wenn du alleine auf der Bühne bist, hast du das viel stärker. Du reagierst auch viel schneller beim Spielen auf solche Sachen. Natürlich. Ja. Dazu beinhaltet es aber auch, dass du keine Wand vor und hinter dir hast. Ich kann auf diese Art und Weise keine riesen Verstärkerschränke, das lenkt die Leute ab. Was du meinst. Sondern, es geht um die pure Musik. Es geht um die pure Musik. Bist du auch so auf den Akustikbass gekommen? Ja. Weil bei mir ist Elektrikbass und so weiter, natürlich auch Kontrabass eine Zeit lang war. Und irgendwann auch viel mit Effektgeräten habe ich gearbeitet, also mit Lupern und Drummaschinen und weiter. Ich hatte schon alles bei mir zu Hause gehabt. Es gibt noch einiges, was ich habe, wo ich immer nur denke, du könntest das ja mal irgendwann gebrauchen. Das wird immer weniger. Und irgendwann, irgendwann bin ich drauf gekommen, also die nächste Herausforderung ist ein Akustikbass, ohne gar nichts. Nichts, pur. Das heißt, es geht nur noch um die Musik und so weiter. Ja. Das soll nicht heißen, dass unsere elektrischen Instrumente keine Musik werden. Es ist nur eine andere Form von Darbietung. Der Akustikbass hat auch seine Grenzen, das ist ganz klar. Es gibt Dinge, die ich schwerlich damit machen kann. Es hat aber auch seine Vorteile. Ja, und das natürlich. Gegeneinander auszuloten, ist aber der Punkt. Natürlich. Das gibt. War ein langer Prozess. Also angefangen hat es bei mir im Grunde dadurch, dass ich in Worms erstmal dann Gitarre gelernt habe. Und es gab in Worms einen Plattenladen, der hatte eine Schallplatte, damals gab es noch keine CDs, der hatte eine Schallplatte von einem Typen, von dem ich noch nie was gehört hatte, noch nie den Namen gesehen hatte. Und der saß mit einer riesigen Guild-Gitarre auf der Rückseite, abgebildet des Plattencovers, saß er da auf dem Stuhl und hat breitgrinsend
ins Objektiv von der Kamera reingeschaut. Und das war Pat Metheny gewesen. Und das war eine Solo-Scheibe von ihm. Und ich habe mir diese Schallplatte gekauft, nur wegen diesem Bild. Mhm. Also ich hatte zu diesem Zeitpunkt nur akustische Gitarre gespielt. Ich habe wahnsinnig gerne Neil Young gehört. Ja, verstehe. Liebe ich also, heute noch. Harvest ist mein Traum. Andere Sache, ja. Und habe diese Schallplatte wegen diesem Bild gekauft und bin nach Hause und habe sie aufgelegt. Und das war Magical Moment für mich. Also da hat sich wirklich ein Schalter umgelegt, wo vollkommen klar war, Musik wird ein Leben werden. Mhm. Und es war klar geprägt von der akustischen Gitarre, vom akustischen Instrument. Ja, verstehe. Und bin dann auch noch viel stärker auf den Kontrabass gekommen mit Charlie Hayden, der immer an der Seite von Metheny auch heute noch unterwegs war. Die Tonbildung, weniger ist mehr, ohne große Verstärker und dies und das. Das hat mich da geprägt und er war der Erste, wo ich wirklich einen Solo-Bass, also nicht ein Solo von einem Bassisten, sondern dass er alleine ein Konzert mal gespielt hat, auch gehört hat. Er macht das ja immer wieder auf seinen Schallplatten, Charlie Hayden, dass er auch einen Song mal ganz alleine spielt. Und das hat mich beflügelt. Das war so der letzte Tritt in meinen. Aber auch Dave Holland und so und Renaud Garcia-Faun und so, der dann ja, das noch weitergeht. Das sind andere. Ich habe mir jetzt gerade die neueste von eben von Garcia-Faun bestellt, aber das sind schon sehr technisch orientierte natürlich. Musiker. Dave Holland, klar. Aber so ein Charlie Hayden ist bis heute noch mein absoluter Hero. Das ist, du hörst einen Ton, du brauchst keine zwei, du brauchst nur einen Ton und hörst Charlie Hayden. Ja. Und er hat eben auch besonderer Bezug zur Musik, also so was ganz, ganz Heiliges. Ja, also das, aber das ist auch so, ja, die alten Meister und so. Ja. Die haben auch, obwohl ich meine Geschichte mit Kontrabass, ich habe ja 3 Jahre studiert, Kontrabass. Mhm. Und es gab auch eine Zeit lang, ich dachte, ich werde umsteigen vielleicht. Aber ich bin gescheitert einfach, muss ich ehrlich sagen. Mit meinen Kompositionen auf dem Kontrabass, ich habe das nicht hingekriegt. Ja, ja. Und irgendwann kam die Entscheidung, was machst du? Ja. Und dann muss ich sagen, hey, das ist zu steinig und so. Vergiss es. Ja, ja. Und ich habe zwar eins und manchmal spiele ich hier, aber ich mache keine Gigs damit oder irgendwas. Also es gibt Kontrabass. Wenn jemand mich anruft wegen Kontrabass, sage ich hier, ich gebe dir eine Telefonnummer, ruf den an. Ja. Ich denke, das ist auch absolut richtig so. Also man soll da gar kein schlechtes Gewissen vor sich selbst haben. Man muss auf seine eigene innere Stimme hören. Ja. Man muss auf das hören, was einem das Herz sagt. Und wenn dir damals das Herz gesagt hat, schön, aber dann muss man da auf dieses Aber hören und muss seinen Weg finden. Ja, es gibt keinen Kompromiss dann. Richtig. Das wäre immer nur halbe Sache. Und man belügt sich selbst irgendwo und irgendwann kommt man definitiv an den Punkt, wo man eigentlich dann erkennt, es war der falsche Weg. Ja. Und wenn man es dann allerdings auch als Umweg betrachtet, also gar nicht so negativ im Sinne, es war der absolut falscheste Weg, sondern sich vielleicht dann überlegt, was hat mir eigentlich auch beim Kontrabass spielen gefallen, was kann ich da rausziehen, dann ist es ja nicht umsonst gewesen. Genau. Also da bleibt immer was übrig und man kann immer was von mitnehmen. Ganz genau. Also dass ich es nie gepackt habe, Kontrabass zu lernen, richtig zu lernen, ist für mich keine Sache, wo ich etwas nachweine, sondern die Tonbildung ist immer noch diejenige, die mich am Kontrabass begeistert und das übernehme ich dann einfach in das Spielen quasi so horizontal, ist ja der Hals bei dem Instrument, die wir so benutzen, übernehme ich das und habe dann auch Vorteile, eben das polyphone Spielen, wo ich mehrstimmig agieren kann. Ja. Okay, wir haben uns so viel über akustische Instrumente unterhalten, über den akustischen Sound. Lass uns mal ein bisschen über elektrische reden. Ja, natürlich. Der Grund, warum du heute hier bist. Ganz genau. Ja. Das ist dieses wunderbare Instrument hier. Wie bist du drauf gekommen? Wie ich da drauf gekommen bin? Ganz ehrlich? Das hast du verbockt. Ja? Ja, ja, ja. Also, weißt du, du schickst dann ab und zu mal irgendwelche Nachrichten durch die Welt, durchs www. Und dann war da so eine Einstellung von dir zu sehen, wie du breit grinsend, erstmal nur Gesicht, auf meinem Monitor zu sehen warst. Und dann wurde dieses Bild größer und du hattest 2 Instrumente, links und rechts. Ja. Und das war die Vorstellung von dem Jazzus. Ja. Und das ist so ein bisschen, Manu, jetzt hör mal weg, so ein bisschen wie, wenn man eine schöne Frau sieht. Ja. Und ich war im Grunde genommen auch schon auf der Suche nach einem schönen Elektrobass, weil ich verschiedene Sachen machen möchte, wo eben der Akustikbass seine Grenzen hat. Und wollte ein schönes Instrument. Und
eins war mir schon immer klar, Adrian baut wunderbare Instrumente. Naja, ja, danke. Doch, das ist, das konnte ich über Jahre hinweg sehen und hören. Ein Schüler hat auch einen Bass von dir und dann habe ich diesen Bass in diesem Video, das ich eben erwähnt hatte, gesehen, ja, und habe diesen Männerblick dann aufgesetzt und habe gedacht, ja, der sieht aber schön aus. Ja. Und ist eigentlich ein einfaches Instrument. Also so. Ja, aber du weißt ja, die komplizierten Frauen, die braucht man. Ja, wir brauchen die mit Herz. Ja, alles klar. Und ja, dieses Herz, das habe ich da gehört in diesem Video. Ja, wunderbar, freut mich, super. Ja. Ja, vielleicht erzählen wir mal was hier, wie das gebaut ist. Ja. Ist eigentlich, also wir haben Mahagoni Body mit Flavored Maple Top. Genau. Dann zwei Delano Pickups, das sind Split Coils und so weiter, aber mit geschlossenen Kappen. Ja. Warum benutzt du geschlossene Kappen? Der Sound gefällt mir besser. Ich benutze das auch. Ja. Also bei den offenen Kappen ist es mir so ein bisschen zu crisp. Ja, obenrum. Ich auch. Ich finde, dass die geschlossene Kappe der erste Filter ist. Die schneidet das erste Unnötige weg. Genau. Ich spiele auch nur geschlossene Kappen. Ja, ja. Und das andere ist eine rein subjektive Geschichte. Ich finde es schöner. Ja. Je weniger zu sehen ist auf dem Instrument, umso weniger lenkt es ab optisch. Und der Zuhörer wird dann mehr fokussiert sein auf seine Ohren. Mhm. Und die passen sich nach meinem Empfinden einfach auch viel schöner an mit dieser hell-dunkel Variante. Ja. So ein Stück silbernes Etwas hätte mich schon gestört. Ja, verstehe. Passive Bass. Ja. Dann die Besonderheit. Mhm. Du benutzt die Nylons. Ja, Black Nylons. Ja, so. Genau. Die benutze ich ja auch auf meinen akustischen Instrumenten und finde die auch auf dem Elektrobass ganz toll. Für Fretless ist es für mich der schönste Sound. Den Chaco-Sound, den hatten wir alle, den brauchen wir nicht mehr. Da kommen wir nie mehr dran in unserem Leben. Ja. Und wir haben hier so einen Mischmasch zwischen ungeschliffenen und geschliffenen Seiten, also die, von der Tonentwicklung. Ja. Und ich finde, der Ton, der ist einfach viel aussagekräftiger. Ich finde vor allem, der Anschlag ist nicht übertrieben, weißt du, bei den Seiten. Das heißt, der Anschlag macht schon schön, der schiebt den Ton erstmal schön an und so weiter. Ja? Ja. Macht nicht zu viele Obertöne und so weiter, die das dann kaputt machen. Ja. Auch da wieder ein bisschen so Kontrabass, so dieses wo der Ton anfängt und so. Dann kann man mit ihm arbeiten. Du kannst den Ton wirklich entstehen lassen. Arbeiten am Instrument ist angesagt. Ich liebe das, ein Instrument zu bedienen, wo ich auch ein bisschen bearbeiten muss. Ja, natürlich. Also da ist es umgekehrt, also wie bei den Frauen hier, habe ich schon gern, dass es mal ein bisschen zickig wird, das Ganze. Ja. Ja gut, muss man ein bisschen zähmen, ein bisschen dran arbeiten und so weiter. Absolut, ja, klar. Absolut. Ja, das freut mich sehr. Ja. Und so weiter. Ja, und dann hatte ich dich angerufen. Und dann sind wir zusammengekommen und da hast du mir dieses wunderschöne Instrument bauen. Ja, und jetzt bist du hier. Jetzt bin ich hier und ich bin absolut froh, weil ich bei dem Mann bin, wo ich am Anfang ein bisschen neidisch war. Aha. Ja, weil es gibt noch einer, der so verrückt ist wie ich und sich alleine auf die Bühne setzt. Also, und neidisch war einfach deswegen, weil ich erschlagen war im positiven Sinne von deiner positiven Art. Ja, ja, danke. Ja, also, dass du wirklich was für das Instrument Bass machst, tust und darüber hinaus auch für die Musikwelt, für jeden von uns. Ja. Also, aber vielleicht spielst du mal Gelegenheit, spielen wir zusammen. Gerne. Ja, also kann man ja was machen. Oder? Ja, absolut. Ja. Absolut. Nee, also schon seit Jahren beobachte ich das, was hier in Altenhofen passiert und das mit sehr freudigen Augen und neidisch einfach, weil ich noch, wie gesagt, viel lieber noch öfter da so rumschwirren würde von dieser beseelten Objektivität und positiven Ausstrahlung. Von super. Okay, lass uns dann zusammen einen spielen. Dann dann brauche ich aber hier noch so ein Hilfsmittel, weil super. Du weißt ja, dass ich verrückt bin und aber dann brauche ich das noch, was sonst keiner macht. Und dann spielen wir ein. Musik
Besuch. War wunderschön bei dir. Hat mich sehr gefreut, ja, dass du da warst. Und ich hoffe, es muss nicht so lange dauern bis zum nächsten Instrument, dass wir uns wiedersehen. Wäre natürlich super. Genau. Ralf Gauck. Dankeschön. Adrian.